So, Servus, Grüezi und hallo allerseits. Ich bin's mal wieder, der Bono, hier mit einem tollen Tutorial zu EA Sports FIFA 16 auf Kicker eSport. Es geht sich heute mal wieder um eine Teamvorstellung, und zwar ja, um ein sehr, sehr gutes Team, das mittlerweile auch etwas häufiger gewählt wird. Ein Team, das vor allen Dingen auch in den letzten Seasons sehr, sehr häufig bestanden hat. Und das in der letzten Saison auch, das muss man auch mal so lobend erwähnen, das Champions League-Finale erreichte, da allerdings gegen den FC Barcelona unterlag. Ich spreche natürlich vom italienischen Top-Team Juventus Turin. Ja, eine Mannschaft, die 5 Sterne hat, die jetzt häufiger auch mal in den Seasons-Modes gewählt wird, wo jetzt ein bisschen mehr rotiert wird und nicht nur Real Madrid oder Bayern München gespielt, sondern man sieht, jedenfalls ich habe das in der letzten Zeit häufiger gesehen, von daher gehe ich mal davon aus, dass das grundsätzlich auch so ist. Es ist auch ein sehr, sehr gutes Team und das möchte ich mal vorstellen. Ich habe hier gerade so ein 4-3-3 eingestellt anhand der Standardaufstellung, die Juventus Turin derzeit fährt. Ja, bietet sich eigentlich bei dem Kader an. Man kann auch ein bisschen was anderes machen, wenn man das möchte. Man hat auf der Außenbahn, habe ich zum Beispiel hier Pereira. Man hat im Sturmzentrum so jemanden wie Mario Mandzukic, in der Bundesliga ja auch kein Unbekannter, unter anderem für den VfL Wolfsburg und für den FC Bayern München sehr, sehr aktiv und sehr, sehr gut gewesen. Man hat jetzt auf der rechten Außenbahn Cuadrado, neu aus London von Chelsea, der in dieser Saison hier ganz ordentlich mit dabei ist und Sprintgeschwindigkeiten auf der Außenbahn sehr, sehr gut punkten kann. Man hat neu Hernanes, der sonst vorher bei Inter Mailand gespielt hat, der vor allen Dingen als ja, Lenker und Freistoßexperte in den letzten FIFAs aufgefallen ist. Gut, man muss auch ein bisschen was kompensieren. Tevez ist nicht mehr da, Andrea Pirlo ist nicht mehr am Start. Von daher ja, musste sich hier ein bisschen was auch ändern und das hat Juventus Turin auf jeden Fall FIFA-technisch sehr gut hinbekommen. Man hat Alexandro jetzt neu auf der linken Verteidigerposition, auch ein recht schneller Verteidiger, der sonst vorher beim FC Porto war. Man hat weiterhin Chiellini, Bonucci, die, ja, muss man so klar sagen, wenn man mit Juventus Turin in der Viererkette spielt, eher Verteidiger der alten Schule sind. Wir sehen hier Chiellini bei Kontrolle 49. Wenn er den Ball hat, kann er damit per se nicht so riesig viel anfangen, aber faire Zweikämpfe, Grätsche 90, 90, Manndeckung 90, ist alles super. Kurzer Pass auch 49. Also Spieleröffnung bei diesem italienischen Verteidiger eher Fehlanzeige, aber die Zweikämpfe holt er problemlos. Auch von der Sprintgeschwindigkeit ist das ja da. Bonucci ist da noch ein bisschen anders. Der ist etwas moderner aufgestellt und hat trotzdem immer noch recht starke Werte, was die fairen Zweikämpfe und sowas angeht. Also ein idealer Partner für den reinen Zerstörer Chiellini, wenn man so will. Die rechte Außenbahn kann man ganz gut mit Stefan Lichtsteiner besetzen, dem Schweizer Mittelfeldmotor, den man jetzt hier einfach mal auf die rechte Außenbahn setzt. Die Arbeitsraten bei Juventus Turin grundsätzlich super. Man hat auch Paul Pogba natürlich dabei. Ich habe jetzt hier nicht aufgestellt, so jemanden wie Khedira, den könnte man auch reinbringen, ist vor allen Dingen eben defensiv stark, wenn man statt einem 4-3-3 vielleicht eher was Defensives spielen möchte oder einen klaren Defensivpart hat. Ich habe hier jetzt drei rein zentrale Mittelfeldspieler, die sonst ein bisschen ja, zwischen den Linien sich bewegen. Arbeitsraten sind auch hier sehr, sehr gut, wenn man zum Beispiel Marquisio angucken hat. Hoch, hoch, Hernanes, gut, der hat Mittel, Mittel, Pogba hat Hoch, Mittel. Wir haben auch vorne in der Offensive eben Pereira hoch, hoch, Mandzukic sowieso, Cuadrado, er hat sogar Mittel hoch, das heißt, er geht vor allen Dingen mit nach hinten. Wir haben Lichtsteiner hoch, hoch, wir haben Bonucci Mittel hoch, Chiellini niedrig hoch, Alexandro hoch, Mittel. Das ist super im Kasten. Weiterhin Gianluigi Buffon. Selbst wenn man jetzt mittlerweile einen Ersatztorhüter mit Neto hat, der ja auch in der brasilianischen Nationalmannschaft mittlerweile das Tor hütet, aber es muss halt nicht sein. Wenn man möchte, kann man auch noch rotieren, zum Beispiel mit Asamoah, der ebenfalls recht schnell ist, auch über eine sehr solide Ballkontrolle verfügt. Kann auch in der Innenverteidigung mit Caceres spielen, das ist auch eher ein etwas modernerer Innenverteidiger im Vergleich zu Chiellini oder Barzagli. Weil sich das jetzt auch alles nicht so riesig tut. Es ist einfach brutal stark. Ja, körperlich hat man mit Juventus Turin eine sehr, sehr starke Mannschaft, die man ziemlich flexibel aufstellen kann, weil man auch, gerade was die Offensive angeht, recht ja, variantenreich spielen kann. Es bietet sich vor allen Dingen natürlich an, über die Außenbahn zu spielen und Mandzukic einzusetzen, der eben als zentrale Sturmspitze mit 1,90 ja, eine ähnliche Rolle spielen kann wie ein etwas aktiverer Zlatan Ibrahimovic, aber dazu müsste der eben auch ein bisschen jünger sein. Man hätte zum Beispiel hätte man auch noch Morata, den man ebenfalls ins Sturmzentrum setzen kann, wenn man eher ein Fan davon ist, aber das ist halt echt, echt heftig. Ja, also wenn ihr mit Juventus Turin spielt, müsst ihr euch eigentlich um körperliche Sachen kaum Gedanken machen. Ihr könnt vielleicht sogar auf den zentral defensiven Mittelfeldspieler verzichten und die Abwehrkette ein bisschen höher stellen, denn das kommt euch auch zugute. Ihr habt eine recht schnelle Verteidigung, was es recht unangenehm macht. Aus der Innenverteidigung heraus ein Spiel aufzubauen, kann mit Juventus Turin sonst schwierig werden. Deswegen zentrale Mittelfeldspieler, die über ein sehr, sehr solides Passspiel verfügen, auf jeden Fall Pflicht. Und ja, alles Weitere ergibt sich dann aus der Art und Weise, wie ihr selber spielen wollt. Wenn ihr gegen Juventus spielt, wisst ihr, okay, Druck ausüben auf die Innenverteidiger, vielleicht sogar ein bisschen auf das defensive Mittelfeld, denn mit dieser körperlichen Stärke und dieser Größe geht auch immer ein bisschen die Unbeweglichkeit einher. Das ist ein Problem, das Juventus Turin teilweise mal im Zentrum hat, aber
kann man eben auch überspielen, wenn man das mit recht vielen Leuten macht. Dann gewinnt man im Zweifelsfall die zweiten Zweikämpfe gegen Pressing. Ihr kennt den Zirkus. In dem Sinne, Juventus Turin, probiert es auf jeden Fall mal aus. Es kann euren Horizont, denke ich mal, FIFA-technisch erweitern. Und ansonsten habt ihr hoffentlich eine einigermaßen gute Vorstellung davon, wie man Juventus Turin angehen kann, wenn euer Gegner das spielt. In dem Sinne, bis nächste Woche und danke, ciao.